ist hier, glaube ich, nichts weiter. Gleich da. Let's move. Ja, wir können wieder rausgehen dann, glaube ich. Oder? Nee, warte mal, da links ist ja noch was. Was ist denn da? Hier ist mein Nachforschen gerade fehlgeschlagen. Jusen, kannst du mal herkommen? Bin auf dem Weg. Vielleicht können wir hier lang gehen. Lauf, lauf, eingeflogen. Zack. Da bin ich wieder, Leute. Na jo. Komm mal hier runter zu mir. Also theoretisch, ich hab meiner Frau mal noch gerade hier Quatsch, wo ich mit Essen warm gemacht habe, können wir auch bis 23 Uhr machen, wenn ihr Lust habt. Also Nachforschung ist bei mir auch fehlgeschlagen. Mhm. Ja, so, können wir machen. Wo steht ihr denn? Hier unten. Hier unten? Ja, guck einfach auf die Karte. Da. Ja, ich sehe euch doch, Digi. Alles gut. Die Leiche oder was? Nee, geh mal richtig ran. Geh mal richtig ran an den Abgrund da. Auch fehlgeschlagen, schade. Jetzt müssen wir auf David warten. Ja. Bin ja da. Ganz ruhig, ganz ruhig. Dass er bei uns allen fehlschlägt. Manchmal ist das so. Es ist halt Würfelglück, Digi. Oder in dem Fall Pech. Du denn dafür eine rote Aura um dich rum, David? Eventuell Handschuhe, die ganz gut vielleicht bedicht sind. Okay. Ah, okay. Gut, haben wir leider alle nicht mehr Handschuhe. Ja. Du hast. Dann können wir raus. Na, der Peiler hat auch lila eine Handschuhe. Mit der so, 18 Geschicklichkeit. Genau. Okay. Ansonsten können wir die halt gut verkaufen. Oder können wir erstmal behalten, weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, welche Fähigkeiten die Handschuhe haben. Na, guck einfach rein bei ihm ins Inventar. Ja, warte, er hat's ja an. Mal kurz. Ach, sorry, Leute. David hat sie an. Aura des Dämonen, also beschwörende Kreatur des. Wohl kannst du auch behalten, David, die sind doch nicht schlecht. Aber ich habe bis jetzt nur den Hund, den ich beschwören kann. Aber so wie ich das verstanden habe, kannst du doch damit jetzt einen Dämon machen, oder? Ja. Die beschworene Kreatur des Trägers hat Resist. Achso, nee. Also alle beschworene Kreaturen, die du hast, oder was? Haben Schutz, Resistenz gegen alle Schadensarten. Das heißt, ich muss eine Kreatur beschwören halt. Zählt das auch für den Feuerball? Das ist keine Kreatur, ne? Aber es bleibt an, also... Keine Kreatur. Okay. Also zählt das für deinen Wolf und seine Krabbe? Genau, das heißt, Peiler können seine Krabbe fast unverwundbar machen. Der kann die ganze Zeit angreifen. Ja, aber die haben doch jetzt auch nicht wirklich viel Leben, oder, die beiden? Dein Wolf und seine Krabbe? Aber ich dachte, die sind schadensgroß. Wir haben 5 Leben beide. Ja, außer gegen physischen Schaden. Nee, nicht physisch, sondern psychisch. Also psychischer Schaden, ja. Genau. Ja, stimmt. Komme ich jetzt hier unter die Brücke oder was? Krasser Scheiß. Aber das heißt, die. Oh, man hätte hier den Balken umkloppen können. Wenn man unter der Brücke steht, kann man die Trägerbalken umhauen, dann bricht die Brücke zusammen, wenn Gegner draufstehen. Das ist ja mal gut zu wissen. Das haben wir bei der Spinne damals auch gemacht. Die Sache ist aber, David, das heißt ja nur, dass die eine Resistenz haben. Die sind ja nicht immun gegen den Schaden.
Das ist klar, aber wenn sie eine starke Resistenz haben, dann kriegen sie auch weniger Schaden. Heiler kann ja nicht nur die Krabbe beschwören, es gab doch eins mit mehr Leben, oder nicht? Ja, ich habe auch mit dem Stab, kann ich auch einen kleinen Dämon beschwören. Siehst du? Das muss ich aber jedes Mal vor dem Kampf machen, im Kampf geht's leider nicht, das ist halt der Nachteil. So, ne, da kriege ich Fallschaden, wenn ich darüber gehe. Da hast du ein kleines bisschen Fallschaden. Ja, wir können sie ja erstmal aufheben. Vielleicht kriegt ihr ja noch einen Zauber, wo ihr eine richtig krasse Kreatur beschwören könnt. Oh, das geht nicht, okay. Ich glaube, dass wir dann alles hier gelootet haben. Spätestens, wenn wir das Horn benutzen wollen mit den Ogern, dann müssen wir das benutzen. Ja, genau. Mal gucken, in welche Richtung wir... Mal wieder zurück. Jetzt rauskommen wir ein bisschen hoch, ne, David? Ja, ihr könnt euch zu dem Portal hier den teleportieren. Zentarium-Versteck. Okay. Dann braucht ihr nicht den ganzen Weg jetzt laufen. Mhm. Durch den Geheimeingang? Gehen wir jetzt nicht durch? Oder habe ich was verpasst? Durch was für einen Geheimeingang? Welchen Geheimeingang? Reise durch das Unterreich gehe. Achso, ja, das geht ja nicht. Da kommen wir ja nicht lang, weil wir alle Nachforschungen verkackt haben. Ach so. Ja. Hey, ich kann einfach durchlaufen. Was? So, dann laufe ich jetzt auch nochmal runter. Hier ist der Aufzug. Ich habe einfach gegengeklickt. Habe ich auch gemacht? Ich konnte da nicht lang. Keine Ahnung, ich bin auf jeden Fall durch. Okay. Ja, aber ich kenne die Kamera ist ganz cool. Die ist manchmal generell komisch. Ja. Manchmal klickt er auch sehr komisch hier. Oh so, jetzt muss ich mir die Orientierung wieder drauf bügeln. Das war... Wenn ich unten reinkomme, rechts hoch, oder? Alex? Komm einfach mit. Ich bin mir gerade unsicher. Die Leiter hier hoch. Ich habe eine Fledermaus gehört. No traps, please. Nach links. So, und wo hast du jetzt draufgeklickt? Ich habe einfach geradezu draufgeklickt und er ist durchgelaufen bei mir. Bei der Steinwand da. Wo ihr. Ah, okay. Ja, alles klar. Oh, okay. Jetzt habe ich es gerade gesehen. Ja. Hier, Leute. Yosi? Ja, oh, nice. Hier einfach durchlaufen. Alter, ist das dunkel. Kann einer von uns Licht machen? Ach, danke. Wegs ein bisschen. Okay, dann müssen wir wohl mit dem Ding fahren. Ah, ich knack gerade schon das Schloss. So, ist geöffnet. Könnt ihr einfach auf den Aufzug klicken. Jojo, manchmal haben wir den Schlüssel auch dafür, Alex. Wir müssen bleiben, wenn wir aufstehen. Ich bin dabei eigentlich. Na, oh, David, packst du in der Luft rum, oder was? Jetzt gehen wir ins Unterreich anscheinend. Dann würde ich aber sagen, dann gibt es bestimmt mehrere Wege darunter, oder? Oder war das jetzt ein Zufall? Keine Ahnung. Geil, 100 DP. Wir sind in einem Lagerhaus. Geknackt. Oh ja. Alter, Tränke sind immer gut. Wir sind so überladen langsam. Wir müssen eigentlich Alex hier in der Ecke. There's a trap. Ja, dann geh nicht hin. Ich bin auch nur rangelaufen. Ja, auch nicht ranlaufen. Das, die geht da dann ich los. Ich habe aus Versehen die falsche Taste gedrückt. Das drängt nicht an. Nice. Die war auch schwer. Ist offen. Ja, kannst du nehmen. Falsches Leben. Okay, Erhalte 10 temporäre Trefferpunkte. Ich hab nur... Hier wackelt was.
Schloss knacken hier. Okay, ist geöffnet. Oh. Ist auch offen. Wie viele Diebeswerkzeuge habe ich noch? Oh, genug. Ich kann mal runterklettern. Wo David ist. Bei mir, ja. Aber andere Seite war ja auch noch was. Ja, da looten wir gerade. Ja. Oh, Schmuck. Gut. Aber ich glaube, da wo David ist, geht's weiter. Oh, fallen. Shaolin, du darfst runterklettern? Ja, Moment, bitte. Tiefer entspannt, alles gut. Gucke gerade, ob ich den Kristall hier mitnehmen kann. Nö, schade. Ah, das kann ich nicht springen. Was? Fallen? Ja, hier, wenn du runterkletterst, direkt unten. Eine Sprengmine. Ich komme das Netz nicht runter, nicht erreichbar. Könnt ihr mal weggehen da bitte davor? Könnt ihr mal ein Stück nach hinten gehen? Danke. Nice. Weiter entfernt. Wahrnehmung fehlgeschlagen. Oh, halt, stopp. Halt, stopp, wo rennt meiner hin? Hey, ich kann ihn nicht anhalten. Ah. Vor uns. Ich hab irgendwas geschossen. Ja, auf die Knolle da oben, die wollte ich runterschießen. Oder kannst du die so einsammeln? Houston? Was denn? Kannst du die Knolle da oben einsammeln? Nee, das ist eine Leuchterknolle. Schieß mal ab. Jetzt? Na, ist er weg. Ich dachte, wir können sie einsammeln. Ne, ist eine Lampe. Ach so. Also. War noch ein Sack. Da ist auch noch eine Hacke. Das war ein Jute-Sack. Epic. Der Jute-Sack. Das Teil genommen. Gegen irgendwas müssen wir bestimmt gleich kämpfen. Können wir einmal speichern? Bitte? Nee. Bis jetzt ist es sehr labyrinthartig, ey. Bestimmt wieder gegen so ein Krabbelfiech. Bis jetzt ist ganz schön doll ruhig. Deswegen, oh. Hab eure Rettungswürfe? Ja, nee, nach Natur fehlgeschlagen. Must have fallen. Oh, da liegt was Totes. Minotauren. Da liegt was Totes. Ja, das sind die, die wir gekillt haben vor letztem Mal. Ah. Also waren wir hier schon mal? Ja, hier waren wir schon, ja. Da vorne ist jetzt der dicke 128er. Wir können den probieren. Jetzt sind wir ja stärker. Na dann auf die Fresse. Ja, aber wo müssen wir hin? Können wir nochmal eine kurze Rast machen, bitte? Kurze Rast. Einmal speichern. Einmal speichern, bitte. Aber ich sehe den Gegner nicht. Er ist da auch noch gar nicht da, Jusen. Kannst du dich nicht das letzte Mal erinnern, wo wir hier die Minotauren gemacht haben? Wo das Vieh aus dem Boden gedroppt ist? Leider nein.
dann komm mit. Du musst sowieso vorgehen. Ja. Guck mal, hier war dein krasses Schwert, wenn du dich erinnern kannst. Auf dem Altar. Ja, ja, der sagt mir was. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Ich weiß ja nicht mehr, wie wir laufen sind. Ach, hier runter, genau. Hier war das. So, Jusen, du gehst jetzt immer vor. Ich versteck mich hier. Sind alle da? Ne, einer fehlt. Ja, sorry, ich habe gerade noch mal wegen Tränke und Zaubersprüchen geguckt, wer was im Inventar hat. Weil bloß mich noch mal drauf vorbereiten, dass wir alles haben, weißt du? So. Gut, dann laufe ich jetzt runter, ja? Ja. On my way. Warte, nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell. Ja, da ist er. Ja. Ich auch von hier oben? Nee, das ist zu hoch. So, was ist jetzt mit dem Vieh? Kommt's jetzt raus oder nicht? Irgendwie buggt es bei mir gerade. Ich stecke auf den Bomen, auf jeden Fall. Vielleicht müssen wir alle erst Zug beenden. Ja, muss noch Zug beenden. Ich. Ah, da ist er. Okay. Was hat denn der nochmal für. Achso, ich bin noch gar nicht im Kampf, ich muss noch ein Stück runterlaufen. Oder lockt ihr ihn her? Nee, komm mal lieber her. Need to find a way forward. Aber bleibt hier oben stehen. Der kann noch so krass durch uns alle durchrennen. Wenn er euch erinnert. Mhm. Schön auseinanderstehen und Gut, ich komm ran. Was soll ich denn machen? Ja, so viel Schaden wie du kannst. So viel Schaden wie ich kann. Jusen steht da schon ganz schön dicht dran, mal gucken. Ich weiß, ihr hasst mich dafür, aber ist mir egal. Ich hab's zu spät gemacht. Aber ich mach's zumindest. Ich hab Jusen nicht getroffen, sauber. Ja, sehr gut. Alles gut. Kriegen wir doch hin, Alter. 56 hat er nur noch. Oh. Auch gerade 36 gemacht, Alter. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich bin mal gespannt, was passiert. Er wird jetzt so zu uns rennen, denke ich. Was, nee, Jusen? Jusen, dreh dich zu ihm, genau. Fuck mal. Ich hab da gerade keinen guten. Weil das ist das Geile, ich hab Tatendrang, das ist so cool, das Teil. Da krieg ich nochmal einen extra Zug. Sehr gut. Braucht nur eine kurze Rast, Alter. Gut. Ich überleg gerade, eigentlich bringt das irgendwas, ihm nachhaltig auch zu verletzen, oder? Sowas wie Gift und Feuer und sowas. So bin ich denn nicht im Vorteil? Du stehst doch direkt da dran an dem Vieh. Es hat keine Resistenzen. Oh, Blutung, geil. Wie funktioniert das Ding? Warte, ich kann den vielleicht nochmal kurz benommen machen. Okay, warum macht das nicht? Oh, kritischer Treffer, nice. Ja, ich glaube, der sollte kein Problem mehr sein. Ach, scheiße. Außer er kann sich heilen, das wäre mies. So, ist meiner gelaufen? Nee. Ist. Okay. Ja, aber war doch gut. Ja, machen Todbeiler. Nice. Geil, ey. Nice, guckt's dir an, wie krass wir sind. Alter, was für eine Rüstung habe ich jetzt gerade gekriegt hier? Bald Level up. Oh, wird doch Zeit. Alter, man kriegt Zorn mit dieser Kleidung, Alter, heftig. Jetzt irgendwas Spezielles bei gehabt, Alex? Irgendeine Leder? Jusen hat den. Ja, ich hab den gelootet. So, warte mal. Also was er wirklich dabei hatte, war dieses... Warte mal, warte mal. Warte mal, warte doch mal. Ich sag die ganze Zeit, warte doch mal und du springst darüber. Ist doch nichts passiert. Und ich wäre hier auch stehen geblieben. Hattest du vielleicht Glück, dass nichts passiert ist? Nee, ich hab die Dinger ja gesehen. Ja, aber du weißt doch nicht, in was für ein Umkreis die hier explodieren. Ja doch, wir hatten doch mal schon mal so eine Pilze. Hier auf jeden Fall auf der Lippe war ich mir noch echt sicher, dass ich hier safe bin. Ja,
Sehr gut. Ich habe eine Schriftrolle gefunden, zerbersten. Kannst du dir ja mal angucken. War von da gekommen? An der Seite hier geht's weiter, ein großes neues Gebiet. Hier oben sind Gegner, glaube ich, oder irgendwas zum Reden. Giftiger Mykonide. Ja, stimmt. Durgar. Das sind meine Landsleute hier oben, Durgar. Na, dann quatsch doch mal mit denen. Naja, ich gehe da jetzt hin. Ich bin reingelaufen, sorry. So viel dazu. Sorry, es tut mir leid. Through one creature sing many voices, the harmony of an entire collective. Sovereign, he has come. He is here. The choir fades. A single melody rises above the others, brassy and commanding. I am sovereign. You see a vision. Your lifeless body wrapped in fungal tendrils. The Sovereign is threatening you. Ich hätte gedacht, I am Groot. Du kannst Eidbrecher machen. Aber macht das Plus irgendwie? Nee. Motiver kennt zumindest, macht ein Plus. Na, soll ich Eidbrecher machen? Mach, was du möchtest. Deine Cutscene. Wenn du deinen Charakter ausspielst, kriegen wir Intuition wieder. Oder diese andere da. Fungal roots weave through your mind, seeking your true intent. Then the Sovereign drones a new melody, cautious but welcoming. Descend to me. Let us speak in flesh. The persistent music coaxes you forward. The Sovereign expects you. Okay. Der König erwartet uns. Wollen wir erstmal speichern hier, oder? Bitte? Danke. Die sehen ja krass aus. Ich spreche mal mit dem Dugar da hinten. Kann ich anscheinend nicht. Der will nicht reden. Ist auch wieder alles rot hier. Wegpunkt entdeckt. Ja, nice. Hier ist ein Wegpunkt. Und hier ist ein Händler. Bei mir hier oben. So, sprech du mal mit ihm. Das ist der Händler. Oh ja, können wir mal den ganzen Bums wieder verkaufen? Was ja, auf jeden Fall. Auch wenn er nicht gutet hat, aber wenigstens können wir es verkaufen. Ja. Run, little mushrooms. Ah, wait. You're not with that damned raiding party. Apologies. But let us observe the customs of the locals. The scholar's brow tenses. His voice spills into your skull. The spores connecting mind to mind. Blurg, proud member of the Society of Brilliance at your service. Or perhaps not. Your mind is far more complex than that of the fungi. Soll ich erst mit dem handeln? Oder soll ich das jetzt ausspielen? Erst handeln! Naja, nicht, dass du ihn verärgerst. Ich enjoy a good bargain. If anything in my private collection is to your liking. Okay, was haben wir denn? Stiefel der wohltuenden Schreitens. Die Bewegungsrate des Trägers wird durch schwieriges Gelände nicht beeinträchtigt. Haben wir, glaube ich, Besseres, wa? Diadem des Versengens. Sengender Strahl, Hervorrufungszauber des zweiten Grades. Ist ein Kopf,
Hat jemand schon einen guten Helm? Nö, habe ich nicht, aber ich kann das auch ohne dieses Diadem. Ja, aber vielleicht David. Hallo? Sorry, wie bitte, was? Ist okay, ich rede einfach nicht mehr. Okay. Hier ist eine Schriftrolle Plage. Kannst du die schon, Peiler? 8 bis 64 Schaden, nekrotisch? Nee. Würdest du die haben? Blaues kann ich noch nicht. Würdest du die vielleicht haben? Ja, gerne. Muss bloß noch warten. Guck mal, die Rüstung, die ich dir reinlege, ist, glaube ich, nicht ganz so cool. Also die ist halt zwar eine coole Eigenschaft, aber mein Helm macht dieselbe Eigenschaft. Vielleicht braucht einer von euch. Diese Blutlutscher-Kleidung. Ja, guck ich gleich mal. Bei Rüstungsklasse 10 ist schon schwach. Wir haben alle über 10 auf jeden Fall. Insgesamt, ja. Hier ist noch Schriftrolle Tödliches Phantom. 4 bis 40 Schaden. Psychisch. Ja, nimm auch mit. Was kann das? Lieblingswaffe. Diese Waffe hat einen Bonus von plus 1 auf Schadens- und Angriffswürfe. Bindung des Verderbens. Bei einem Treffer kannst du möglicherweise Verderben auf dein Ziel wirken. Das ist auch gut. Das ist besser als mein... Könntest du das nicht als Zweitwaffe tragen? Mm, ja, ja, ja. Das ist besser als das, was ich habe hier mit dem Kurzschwert. Okay. Wir haben hier noch Furcht. Die Ziele lassen Furcht. Alles fallen und sind verängstigt. Furcht, sowas ähnliches habe ich schon. Okay, und Hast? Hast habe ich, glaube ich, schon. Okay. So, jetzt nochmal die Frage, wenn David wieder mal teilnimmt, willst du das Diadem? Also, wenn das hutmäßig, kann sengender Strahl, das was Peiler vorhin meinte. Ja, meine Hut ist das aber, glaube ich, mit dem Heilen. Ah, okay. Sag mal hier, hier ist noch ein Amulett. Verschieße einen zusätzlichen Wurfpfeil, wann immer du magisches Geschoss wirkst. Das ist ein Amulett zum Umziehen. Was macht mein Amulett? Ne, ich habe ein High-Amulett, okay. Peiler, was hast du für ein Amulett? Peiler hat uralter Groll. Ne, sonst ist eigentlich auch gut. Okay, dann das Amulett trägt, weil es bei Intelligenzwürfen im Vorteil. Okay. Achso, nee, aber eine bestimmte Rasse. Gibt's das als Rasse? Gitari? Weiß es nicht. Es ist teuer. Ansonsten würde es eigentlich was für Peiler. 150. Geht. Das würde ich sagen mitnehmen, weil der Spell, der da drauf ist, ist sehr stark. Okay, dann nehme ich es mit, wenn Peiler das anziehen kann. Verbrennen wir Gegner? Also hat jemand schon Schuhe, sag ich mal? Wenn du einen Gegner verbrennst, erhältst du 2 Züge lang Hitze? Oh, na, Peiler verbrennt doch, wenn dann, ja. Beziehungsweise... Nur, oder ich doch, ich verbrenne ja eigentlich auch während der Kugel. Der Peiler hat, glaube ich, mehr Spells. Das ist die Frage, hast du denn schon gute Schuhe, Peiler? Peiler hat, wenn Träger... Ich habe gute Schuhe noch auf Lager, aber dafür muss ich noch ein Level abgehen. Ich habe da mir doch von gegeben. Ja, ansonsten kannst du dir so lange erstmal tragen. Warte. Alles andere ist ja nicht so. Ich sehe es jetzt erst, Alex. Wenn du einen Gegner verbrennst, erhältst du 2 Züge lang Hitze. Und Hitze macht 1 bis 4 Feuerschaden. Umgeben von einem rachsüchtigen Feuer erleidet bei jedem Zug 1 bis 4 Feuerschaden, kann aber konzentrierte Hitze einsetzen. Ja, nehme ich.
Besser als die Wassertreter. Okay. Ja, der Rest ist eigentlich Crap. So. Blutlutscherkleidung. Wenn ein Gegner dem Träger Schaden zufügt, erhält der Träger einen Zug lang Zorn. Ja, das krieg ich halt schon mit meinem Helm, deshalb brauche ich die persönlich nicht. Und die Rüstung, die ich habe, ist schon um einiges besser. Hat bessere Vorteile. Tja, kann da jemand reingucken? Braucht die jemand von euch? Hat einer eine schlechte Kleidung? Nee, das ist Wucht, was dein Helm macht, Josen. Nicht Zorn. Alter, das Gemälde ist ja cool. Ja, aber ich will lieber die Fellrüstung behalten, weil damit habe ich wenigstens ein bisschen mehr Initiative, dann komme ich ein bisschen weiter voran von den Gegnern. Von der Reihenfolge her. Also ich brauche sie nicht, wie gesagt. Sonst verkauft die. Ja, war ja die Frage. Ja, die Effekte von deiner Rüstung sind so schon echt gut. Aber ja. Ist halt die Frage, wie und was man spielt, ne? Aber du würdest 10 mehr Rüstung haben. Anstatt bloß plus 2. Das heißt, du hättest dann 24 Rüstung, also RK. Anstatt ja. Nur 16. Das schon, aber wie gesagt, wenn der Effekt. Ich mag den Effekt hier ein bisschen mehr als diese. Ja, du kriegst hier in mehreren Sachen einen Punkt, ja. Mehr ist ja der Effekt nicht. In Gleichgewicht, Geschicklichkeitsrettungswürfe, Geschicklichkeitswürfe. Ja. Du hältst deinen Bonus plus 1 Initiativwurf. Das ist eigentlich alles plus 1, aber. Also verkaufen oder nicht? Ja, Verkauf. Okay. Oh, wenn mir jemand noch ein bisschen Gold reinlegen kann, wäre super. Ich gebe dir alles, was ich habe. Ne, du bist überladen. Ich kann nichts reinlegen. Geht nicht, der ist überladen. Achso. Geht jetzt? Nee, bei uns steht immer noch 122 bei dir. So, warte, muss ich erstmal. Ist noch was aus dem Inventar raus. Ja, warte. Muss ich nach und nach. Du musst mir das jetzt aber nicht alles geben. Entschuldigung. Der den meisten tragen kann, bin nichts in seinem Inventar, war das klar. Aber Alex verkauft doch gerade. Ja, weil wir gerade am Verkaufen sind, deswegen ist es doch so leer. Ich gucke ja, jetzt mal dir rein, weil du ja nicht aufgepasst hast. Ja. Gleich, wartet bitte kurz. Ich muss jetzt noch mal gucken. Jetzt müsste ich alles haben. Kleiner Raum. Ja, für Präzision. Puh, weiß ich nicht, ob wir die Getränke alle brauchen, aber naja, gut. Okay. Achso. So, jetzt müsste da mir wieder was reinlegen können. Jupp. Heiltränke hat er ja auch nicht mehr gehabt. Genau, Plage haben wir jetzt. Da 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 da.
Kann mal einer bei mir die Lagervorräte rausnehmen und bei sich in den Rucksack packen, bitte? Das wäre nicht schlecht. Über Dami und sowas, ne? Ja, alles, was wo Lagervorrat steht, ja. Was mit dem Alchemistenfeuer? Kann das weg, oder? Das ist eine Flasche, die explodiert. Ich würde denken, wir können uns da irgendwo durchspringen, auch irgendwann mal mit. Oh, ist wie eine Granate. Okay. Na, wenn irgendwelche Leute in der Nähe von ganz vielen Fässern sind, kannst du die wenigstens werfen. Na, ich werfe sowieso nichts, aber... Naja, ich würde zum nächsten Aktion gehen. Ja, deswegen, ja. Meine Aktionen sind wertvoller. Als so ein komisches Alchemistenfeuer da drauf zu werfen. Ja, aber könnte, obwohl in die Pfeil ist, Pfütze, ist glaube ich auch eine Aktion. Ah, wir haben ja King Aid Magge, also. Lassen wir sie erstmal. Naja. Also, ich glaube, Lagervorräte habe ich dir jetzt erstmal alle rausgeholt. Unten sind noch, Flaschen. Irgendwo. Nee, ich sehe, ganz unten sehe ich nichts. Noch Gifte und Öle. Ah, alles gut. Ich konnte alles kaufen, was wir wollten, glaube ich. Was ist das? Oh, hier ist ein Stab drin. Den habe ich übersehen. Kannst du mal gucken, Peiler? Oh, warte. Oh, jetzt bin ich weggerutscht. Melfs erster Stab. Du erhältst einen Bonus von plus 1 auf deinen Zauberrettungs- SG? Schaden. Also den Säurefall, den habe ich schon als Fähigkeit. Nein, das ist kein Säure. Achso. Nö, brauche ich nicht. Ich glaube, den hatte ich schon mal. Okay. Alles klar. Jo, dann haben wir, glaube ich, alles. Den haben wir, haben wir. Dann haben wir, haben wir. So. Haben wir Gewicht auch wieder optimal verteilt. Jeder hat fast so in der Art das gleiche. Okay. Ja, dann müsst ihr mal gucken, wer was anlegen kann. Ich habe ja jetzt ein Stiefelchen. Zack. Ich habe ja jetzt ein paar Sachen hier gekauft für alle. Den Stab der Mumen, den kann ich nicht verkaufen, Peiler. Der ist einzigartig anscheinend. Den kannst du bei dir in deine Truhe packen, wenn du möchtest. Oh, jetzt hast du mir schon rübergegeben. Genau. Ich hab grad gegriffen. Achso, entschuldige. So, hier, das Funke war noch. Pack ich dir rein. Die Plage und tödliches Phantom. Ich sag, die Tränke wolltest du ja nicht, dann nehme ich die auch. Also die Feuerdinger da. Ja, genau, die brauche ich kann nicht. Kann ich die noch weiter stacken? Also die Gifte nehme ich auf jeden Fall. Trank der Geschwindigkeit kann auch jemand von euch haben. Achso, David hat den schon drin. Dieses Drow-Gift nehme ich gerne. Das benutze ich ab und zu. Hier ist noch ein Trank der Verkleinerung. Und Öl der Präzision. Überziehe deine Waffe damit, um einen Bonus von plus 2 auf Angriffswürfe mit der eingeölten Waffe zu erhalten. Das könnte eigentlich Usen mal nehmen. Und bevor du angreifst, machst du das auf deine Waffe. Vor einem Angriff. Was ist genau? Irgend so ein ja, hab ich Öl dir, oder was? Habe ich dir reingepackt, ja. Öl der Präzision, ja. Okay. Ich bin mal ganz kurz im Lager, um die ganzen Esssachen mal wegzumachen, damit ich leichter werde. Ja. So. Magierbannöl, das gebe ich dir mal, Peiler. Kannst du das jetzt alles einzeln nach oben schieben, Alter? Ne, du kannst sortieren. In deinem Inventar, also wenn du normal in deinem Inventar bist, bei I. Okay. Dann kannst du oben sortieren. Ich mache immer nach Typ und dann ist alles sortiert. Jo.
Amulett meintest du, sollte ich dann nehmen, oder was? Ja, das Amulett, was wir dir gekauft haben. Das ist ein grünes. David sagte, das ist besser als das, was du hast da. So, dann quatsch ich nochmal mit dir. Have you made any new discoveries? It's true that many of my brethren are enslaved here, but my intellect has secured my freedom. It is my hope that my research will lead to liberation and peace for my people. Such designs are part of why I've devoted myself to studying the Myconids. My colleagues and I are working to improve conditions in the Underdark. This need not be such a dire, hostile place. Our kind has suffered needlessly for generations. Do you also seek peace among the Myconids? Wird das besser, wenn du den Wurf auf Charisma, also auf Täuschen machst, oder wenn du mit der Erfolg? Ja, ich +3/+3. Mit dem Täuschen. Charlene, kann ich dir ein paar Alchemie-Sachen ins Inventar packen? Ja, ja, kannst du mir reinschmeißen. Ich wollte eh gleich nochmal in das Lager und Alchemie machen. Kannst du gleich in den Sack tun eigentlich. Ja. Die Sache ist halt, wenn ich Zwerg mache, können wir nochmal hier Intuition zurückkriegen, dass wir nochmal irgendwelche Würfe machen könnten. Ich könnte den aber auch täuschen. Ich täusche den. Mal gucken. Nur David. David kann mir Dings geben. Oh. War ja klar. Then you've come to the right place. The hybridization among fungi in this circle is truly unique. Das haben wir doch schon gemacht, Leute. Oh, a fascinating topic. May I ask the reason for your interest? I see. Well, it is the central act of mind flayer reproduction. A tadpole is inserted into a living humanoid, and in 7 days, the host is consumed to produce a new illithid. A fascinating process, if a touch grim. Okay. Wollen wir dem von der Larve erzählen? Was? Der kann ja nicht helfen, wenn du ein Händler. Nee, ich würde das nicht im Random erzählen. Ja, dann geh ich weg. Jetzt müssen wir wieder irgendwelche Türen schließen und Leute abschießen. Ja, das ist richtig. Boah, wo sind denn ja die Truhen, ey? Da ich verliere voll die Orientierung, müssen wir jetzt hier diesen Kreisel hoch? Ja, hier gehst du nicht weiter, wo wir gerade sind. Achso, stimmt, hier die Treppen hoch, ja. Oh, ich hoffe, wir gehen bald Level up, ey. Ich muss unbedingt mit der Rüstung. Das hier oben ist der König, der starke Typ hier, oder? Ich glaube, ja, aber lass erstmal noch auf Charlene warten. Wir müssen hier hoch, wie gesagt, weil da hier diese komischen Pilze hoch. Die Pilze, ja. Oder? Aber warten wir erstmal noch. Naja, ich guck erstmal unten. Oh, hier ist noch... Was bist du denn für einer? Bist du ein Zwerg? Ey, hier ist ein Zwerg in so ein Vieh verwandelt worden, Alex. Mhm. Ja, ja, hat er schon vorhin gesagt. Ah, okay. Den hatte ich nämlich noch nicht gesehen. Hatte bloß die Grünviecher gesehen. Da oben sind auch Trutt-Dugan. Und hier lebt noch einer. Dugan-Gift. Versuchen. Haben wir ein Gegengift? Wollen wir da ein Gegengift denn hier oben geben? Ja, nur gerade ein Gegengift, oder?
Weiß ich glaube, hat mir ein einfaches Gegengift oder so. Ich habe, glaube ich, Gegengift. Ich darf ja nicht mal die Pflanzen nehmen, ey. Einfaches Gift. Voll unfair. Oh, ich habe einen Pfeil. Ich könnte mit dem Pfeil auf sie schießen, dann ist sie nicht mehr vergiftet. Pfeil der Linderung habe ich. Dann macht das Schaden tot. Nein, das macht keinen Schaden, das heilt wirklich. Oder beziehungsweise nimmt nur den Schmerz. Befreie dein Ziel von den Zuständen vergiftet, gelähmt und blind. Oh, hier kann man schlafen bei dir. Super für ein Tierchen. Oh, Alchemie, können wir irgendwas? Nee. Oder jemand kann von euch heilen, so giftmäßig. Kann ich heilen. Zwei neue Rezepte freigeschaltet. Okay. Mhm. Elixier der Arkan-Kultivierung. Mit der hier Blutdurst und Koloss Granaten. Es dauert nicht mehr lang bis Level ab. Okay, ich bin jetzt in ein Gespräch gegangen, aber ich kann auch einfach weggehen. Na, was soll er denn? Jetzt wird der Pilzsammler, wie es sich anhört. Ein Zwerg ohne Begleitung gesehen. Er ist Balen. Haben wir ja nicht gesehen. Zeigt mir eure Waren. Ach du Heiliger. Will da ein anderer reingucken? Oh, heilendes Wort. Massenheilendes Wort. Stufe 3. Eine Kette. Oh, das sieht... Ja, ich glaube, die müssen wir für mich... Ich geh mal raus, dann kannst du selber gucken. Wo war die denn jetzt? Wo bist du? Hier, Digi. Ah, scheiße, ich habe. Siehst du es auf der Karte? Ja, okay, ist es. Der zweite Händler. Der zweite Geldsack. Gut, dass ich da nochmal rumgelaufen bin, bevor wir hoch sind. Okay, ich konnte noch zwei Heiltränke machen. Nice. Heiltränke höre ich immer gern. Mhm. So. Immer noch 33 bei. Achso, wegen dem Gold bestimmt, ja. Okay. Okay. Ich bin jetzt da. Ich muss aber nochmal kurz auf Toilette. So. Das war eine gute Aussage. Soll ich die 3000 Gold erstmal wieder ins Lager packen? Nee. David braucht das. Also. Wir haben hier noch einen Händler. Dann gebe ich David das ganze Gold, was ich habe. Bin ich noch ein bisschen leichter. Also in dem 18 Meter Radius müsste ich theoretisch, wenn ich auf einen Gegner klicke, die Wurfgeschosse müssten immer treffen. Also ich bin wieder da. Magische Geschosse, ja. Wo seid ihr denn jetzt? Oder habe ich mich verlesen? Ich hab alles. Wir waren hier unten, ist ein Händler. Okay. Oh, hast du was gefunden, Alex? Oh, nice. Okay. Ich leider nicht. Irgendwie brauche ich immer mehr Erfahrung als ihr. 11 noch bis zum Stufenaufstieg. Dann sind wir Level up. Die hat krasse Rüstungen hier. Habt ihr da mal reingeguckt? Also ich habe jetzt nichts gesehen, was da jetzt so... Es ist immer nur minus ein Wuchtschaden. Ja. Dark lassen wir. Das ist jetzt nicht so... Ja, sage ich mal. Ja, ist auch alles mittlere Rüstung leider. Und wieder dieser Flegel. Die schwere Rüstung wäre noch geil. Aber die kann man bis jetzt noch nicht tragen. Gut. Ja. Aber hier unten sind Heiltränke. Ja, naja, mit kaufen habe ich noch nicht gesagt, dass wir fertig sind. Ich habe mir jetzt gerade noch erstmal eine Kette noch gekauft.
Okay, kann mir jemand das Gold mal reinpacken, dass ich die Heiltränke kaufen kann? Ja, warte. Müsste ich ja meine Stiefel eigentlich anlegen können. Machen wir mal Stufenaufstieg. Ja. Na, dann machen wir das mal. Ach nee. Hihihi. Ja. Zauberplatz der Stufe 3 freigeschalten. Ohohoho. Ein Zauberspruch mehr. Nice. Ich kann mir jetzt wieder zwei aussuchen. Oh mein Gott. Ja. Wird immer Tote besser. Leben. Nö. Oh krass, ich kann mich endlich in den Eulenbären verwandeln. Trader appears encouraged by your interest in this item. Ich kann leider noch nicht leveln. Brauch noch 11 Erfahrung. Eieiei. Oh, ich kann jetzt auch die Klasse wechseln. Also hinzufügen. Nice. Mist. Soll ich immer bei irgendjemandem Taschendiebstahl machen? Vielleicht kriege ich dafür 11 Dingspunkte. Cool, ich kann für 10 Züge für mich oder einer meiner Verbündeten kann ich die Fähigkeit Fliegen geben, dann kannst du fliegen. Hier habe ich auch schon die Fähigkeit. Gasförmige Gestalt. Ach so, nee. Wenn ich... macht Husen die ganze Zeit, deswegen. Deswegen hat Husen so viele Klassen. Du kannst bei einem Stufenaufstieg oben rechts auch draufklicken, dass du noch eine Klasse hinzufügen willst. Dann levelst du aber deine Hauptklasse nicht hoch. Das stimmt. Pfeiler oben rechts da, genau. Aber dann werde ich nicht mit... dann habe ich den Eulenbär nicht. Aber es bringt mir ja nichts. Welche Klasse soll ich denn da jetzt noch mit reinnehmen? Na. Dann kommt es eigentlich, wo ich mir mittlere Rüstung mit dazu aussuchen kann. Das kommt vielleicht erst wieder beim späteren Level. Ja, vielleicht kannst du das diesmal gar nicht. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Also ich könnte auch eine Mine auf den Boden legen. Also so eine Zauberschrift wie eine Mine. Alles, was denn drauf tritt und 8 Meter daneben steht, kriegt halt Schaden. Nein, eigentlich brauchen wir dich ja für den direkten Schaden. Du hast ja schon das Feuer, mehr oder weniger. Oh, den starken Blitz, den könnte ich auch lernen. Oh, 30 Meter weit. Der geht echt weit, du. 30 Meter ist echt weit. Ich glaube, ich habe keinen Zauber, der 30 Meter geht. Oh, das ist krass. Was macht der? Macht der Schaden, oder? Ja, 8 bis 48 Schaden. Beschwöre einen Blitz, der alle Kreaturen in der Explosionslinie trifft. Naja, 40 Schaden, warum nicht? Kannst ja erstmal reindrücken. Das ist auf jeden Fall gut. Die Mine war bloß eine Ausweichmöglichkeit. Alles andere fand ich jetzt noch nicht so prickelnd. Aber ich habe ja noch ein paar mehr Zauber, das ist egal. Fluch brechen, Retorgestalte, nee, ist nicht so interessant. Schneesturm. Nee. Aber ich überlege, mehr heilen oder
Das Verlangsamen habe ich jetzt auch natürlich bei. Des Schloss. Schließt eine Tür oder einen Behälter mit einem magischen Schloss. Okay. Blindheit. Blende eine Kreatur. Angriffswürfe. Verwimmern. Ach, ich nehme den Ohne des Wahnsinn. Das ist ein Humor. Wenn die Kreaturen außen hier angreifen. Dunkelheit. David? Sicht. Ja. Kannst du kurz speichern? Warte. Ich will nochmal Maus suchen. Achso, ja. Vergrößern, verkleinern. Perhaps Amelium is right. Can't slow down. I should get a mask. Hier noch die starken Zauber mit reinnehmen. Stricken kann man. I don't need any attention right now. This calls for careful footwork. Breathe quiet. Move with care. Can't risk being in open view. One day I'll catch a break. Falsches Leben. Zu kurz sprechen. 7 temporäre Trefferpunkte. Was auf friendly looking shadow. Die Händlerin geht weg. Oh ne, die läuft nicht. Alright, time to skulk about. Fuck. Keine Ahnung, was ich als zweites nehmen soll. Welcome back. Have you made any vielleicht mal deine Klasse ableveln und nicht noch eine neue dazu. Ja, ja, das mache ich auch. Ich könnte Paladin. Nee, eigentlich deine Berserker-Klasse. Also Barbar oder Kämpfer. Dann mache ich Barbar. Mach doch den höchsten Liftpoint. Naja, weil du hast Barbar Stufe 1, Paladin Stufe 1, Kleriker Stufe 1 und Kämpfer Stufe 2. Ja, aber bevor ihr... habt ihr jetzt schon... Also, kannst du noch mal kurz laden? Ja, kannst du noch mal kurz reinladen? Bevor müsst ihr nochmal in euren Stufenaufstieg da kurz reingehen, aber. Achso, dann fliegt Pfeiler jetzt, glaube ich, aus. Ich auch, ja. Ja, deswegen, ihr müsst da nochmal in euren Stufenaufstieg reingehen. Ich habe mal einen Taschendiebstahl versucht, aber. Hat nicht geklappt. Okay. Wer hätte es gedacht? Eigentlich hätte ich nur eine 11 würfeln müssen. Aber irgendwie hat mein Charakter keine 11 gewürfelt. Konnt's nicht mal beeinflussen. Die komischen Baumdinger hier, die kann ich nicht bestehlen. Laufen alle so. So, immer noch die gleiche Frage, was mache ich denn? Aber bei Paladin kann ich wenigstens noch aussuchen, dass ich halt mit großen Waffen besser kämpfen kann. Aber das hast du doch schon drin, oder nicht? Ist ja alles Stufe 1. Es geht ja darum, dass du den Barbar levelst, weil du dann Barbaren-Fähigkeiten auch bekommst. Oder Kämpferfähigkeiten bekommst. Ja, stimmt auch. Beziehungsweise dann irgendwie Kampfrausch auch öfters einsetzen kannst. Du kriegst ja dann auch spezifisch dazu deine Mana-Punkte halt mehr. Na gut, dann mach ich Barbar. Naja, das, was du als Hauptklasse halt als erstes drin hattest. Ja, ja. Jusen hat jetzt auch mehr Leben, nice.
und habe 60 Trefferpunkte. Ja, aber wir sind gerade alle ein bisschen gebufft. Also eigentlich habe ich so knapp über 50. Irgendwie bin ich hier in diesem Level gebufft irgendwie. Na, immer noch durch den Dings, durch deinen Talisman. Ah, stimmt, stimmt. Brutstellen, ich könnte auch einen von euch ins Koma legen, Alter. Na, was ich, also, ich habe zwei, wo ich jetzt denke, eins von denen würde ich gerne nehmen. Einmal wäre das verlangsamen, ziele auf bis zu 6 Kreaturen, verlangsame sie, ihre Bewegungen, ihre Aktionen sind beeinträchtigt, ihre Rüstungsklasse und ihre Geschicklichkeitsrettungswürfe sind um 2 verringert. Ja, das klingt auch gut. Bis zu 18 Meter. Und das andere... Was war das jetzt? War hier flimmern. Würfel am Ende deiner Züge mit einem W20-Würfel. Bei einem Ergebnis von mindestens 11 verschwindest du auf eine Ether-Ebene, so würde ich das jetzt mal aussprechen, auf der du aus dieser Welt keinen Schaden erleidest und nicht gesehen werden kannst für 10 Züge. Also kann ich halt verschwinden und keinen Schaden kriegen. Aber weiß nicht, was das bringt. Und das andere wäre halt bis zu 6 Gegner verlangsamen. Aber nimm doch irgendwas mit Schaden, oder nicht? Ist nichts mehr Interessantes wirklich doll da. Manche Sachen machen meine Klamotten und Amulette, die ich anhabe. Die meisten starken Sachen habe ich. Und das andere ist dann nur so mittelmäßig und macht halt große Flächen Sachen. Aber wenn Yusen und Alex immer in den Nahkampf müssen, bringt es ja nichts. Ich schieße ja dann mehr eigentlich auf einzelne Gegner großteils und habe jetzt erst Attacken, die ich mal auf 3-4 Gegner mit anwirken kann, sag ich mal. Und das wäre das Verlangsamen ganz gut. Ich meine, 6 Gegner auf 18 Meter komplett beeinflussen für 10 Züge, ist eigentlich nicht schlecht. Finde ich ganz gut, so wie du dir rausgesucht hast. Weil, naja, ich will eins von beiden nehmen, die ich gerade gesagt habe. Na, dann das, halt... Also das Verlangsamen würde mir in die Karten spielen. Ja, so, dann dann und dann halt den dicken Witz. Ab in die Meta-Ebene. Ne, nicht in die Meta-Ebene. Das Verlangsamen. Dass die Geschicklichkeitsrettungswürfe gegen mich schlechter sind. Okay. Unten rechts auf an dem Pfeil. Achso, das ist das. Ah, okay, alles klar. Ich wollte noch mal schnell nachlesen. Frischwurke, Tamturke, you look like the rot. Yet your presence soothes me.